Und damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wie beim letzten Mal erzählt, gehen wir jetzt durch diese Tür und schauen, was sich dahinter verbirgt. Das sieht ja gesund aus. Haha. Do not approach Siphon while specimen is awake. Siphon? Also ein Siphon ist hier so ein Traps am Klo, ne? Facility unsafe. Vorzustellen ist eine Sache. Sie zu sehen ist eine andere. Denn ich habe... Erzähl doch weiter! ...die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elizabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren, denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elizabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Okay, kurzer Wild Guess. Es geht um Elizabeth scheinbar. Und die wird, je älter sie wird, immer, ich nenne es jetzt mal, geladener. Da hatte sie mal einen Spike bei 5. Ist es immer stetig nach oben gegangen, bis es bei etwa 14 richtig krass eskaliert ist, zwischen 13 und 14. Und dann haben sie diesen Siphon hier installiert. Der scheint Energie zu drainen von ihr und ihr irgendwie zu verwerten. Dann ist es abgefallen. Und wir haben keine Ahnung, wer jetzt, wahrscheinlich 16, weil das die letzte Zahl ist, die gut zu sehen ist. Also ist es jetzt schon wieder fast so wie vor Siphon Install. Und bis 20 ist es drüber. Wild Guess. Könnte was komplett anderes heißen. Das Lied kenne ich gefühlt. Und der Siphon, also die Energie scheint irgendwas mit Musik zu tun zu haben, oder Geräuschen zumindest. Auf jeden Fall drainen sie hier eine ganze Menge Energie, glaube ich. Do not touch the specimen under any circumstances. Past this point, 168-hour quarantine. Approval the prophet. Okay, wird also immer gefährlicher, je weiter wir reingehen. Wir sind jetzt schon irgendwie krass verstrahlt wahrscheinlich oder so. Servus. Busch. I busch mal. Wieso lässt uns der Prophet hier einfach rein? Möglichkeit 1, er geht davon aus, dass wir uns selber umbringen. Möglichkeit 2, er will, dass wir hier reingehen und erwartet, dass wir irgendwas auslösen, was vielleicht gut für ihn ist. Okay. Hierüber betätige ich Specimen Present. Heißt das, ist es gerade Present oder heißt das, wenn wir den Hebel ziehen, ist es Present? Testsubjekt Trakt aktivieren. Hallo? Ich ziehe nicht einfach an irgendwelchen Hebeln, bevor wir nicht wissen, was die machen. Quiet while specimen is present by order of the Columbia Science Authority. Ich komme hier gerade nicht weiter, ne? Es ist sie. Sie hat sich beim Nähen scheinbar wehgetan. Aha. Aktiviere nichts. Ich weiß ja gar nicht, was es tut. Und scheinbar muss ich bis jetzt ja auch nichts aktivieren hier.
es. Oh Mann. Was immer das war. Das hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Da fuck, Alter, die ist strong scheinbar. Was ist hier lang? Also scheinbar hat sie die Kraft, aus einem, also ein Bild in die Realität zu öffnen, quasi. Würde ich jetzt mal so sagen. Hat auf jeden Fall etwas stärkere Kräfte als alle anderen hier. Dieser Job wird immer mieser. Ja, bestätige. Dafür, dass wir irgendwie nur hier so ein ganz einfacher Detektiv sind. Was macht dieses Mädchen so anders? Ich vermute, es hat weniger damit zu tun, was sie ist, als damit, was sie nicht ist. Ein kleiner Teil von ihr bleibt dort, wo sie herkam. Es scheint, das Universum mag keine Vermischungen. Mhm, okay. Ja, wir können jetzt aber auch einfach weiter. Also wir sind ja hier ein, ich habe vergessen, wie die heißen, die amerikanischen Pinkerton-Detektiv sind wir. Das ist ja schon so ein etwas besserer Privatdetektiv, also was heißt etwas besser, ich glaube, das waren die besten Privatdetektive überhaupt. Die auch gut und gerne mal 5O unterstützt haben. Aber halt eigentlich nicht nur mit denen gearbeitet haben. Ein Revolutions Indicator. 78. Das ist ja jetzt nicht so viel. Wo gehen wir eigentlich gerade hin? Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Warum soll ich nicht schaffen? Wir gehen halt. Oh, hier ist aber kalt, ey. Mach zu den Puff, bitte. Danke. Hey! Auf! Willst du wohl aufhören? Hörst du jetzt auf? Ich tu dir doch nichts. Wer sind Sie? Mein Name ist DeWitt. Ich bin dein Freund. Ich soll dich hier rausholen. Gehen Sie weg! Echt? Ziemlich echt sogar. Kommt. Sie müssen gehen. Warum? Er darf Sie auf keinen Fall hier sehen. Kleinen Moment noch, ich ziehe mich gerade an. Ich kann dich hier rausbringen. Man kommt hier nicht raus, glauben Sie mir. Ich hab's versucht. Jetzt warte doch, es reicht. Wie bist du damit? Was ist das? Damit kommen wir hier raus, nicht wahr? Was? Was soll... Geben Sie das her. Okay, irgendwer kommt. Wir durchsuchen einmal kurz den Laden hier. Woher haben wir den Schlüssel eigentlich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. So kommen wir raus. Du kommst so raus, scheinbar. Nee, ich komme mit, okay. Entkomme mit Elizabeth aus der Stadt. Ja, ich komm ja schon. Warum auch immer jetzt der ganze Bums hier zusammenbricht. Wer ist er? Also kurze Realitätsöffnung, wer ist denn er? Ich tippe auf einen Riesenraben. Bin auf dem Weg. Ich kann nicht so richtig gut rennen. Ich tippe weiterhin auf den Riesenraben. Hol den Aufzug! Wieso? Was? Drück den Knopf! Was ist denn hier los? Haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Keine Ahnung.
bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Hab's gesagt. Hab's gesagt. Ich sehe übrigens gar nichts. Okay, wir laufen also wieder nach oben, um dann gleich wieder da zu sein, wo wir eben waren. Ich weiß nicht, wie smart das ist. Achso, nee, wir laufen scheinbar woanders lang. Ah, fuck, Alter. Ich kann mich übrigens nicht umdrehen. Alter, was war das denn? Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Sind Sie da drin, DeWitt? Was wollt ihr von ihr? Wir hatten eine Aufwartung. Sagt mir, was ihr von ihr wollt. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Wollt ihr ihr was antun? Sagt, was ihr vorhat. The fuck, Alter. Das Mädchen, was, ich sollte dem Mädchen alles sagen, was es hören will, solange sie nur mitkommt. Weiß ich nicht, oder? Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Genau, ich muss... Ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Ist das eine gute Idee, dass ihr aber weggeht? Wo ist sie nur? Finde Elizabeth. Wo könnte sie nur sein? Eventuell bei der Musik? Kann ich halt beklauen? Ich kann halt beklauen, Huben. Mir geht's nicht so sonderlich gut, weil ich habe keine Waffen mehr. Natürlich nicht. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Danke, nein. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Wollen Sie mir etwas andrehen? Ich habe nämlich kein Interesse. Danke für die Auskunft, Mensch. Du bist ja hilfreich.
Da liegt Kleingeld. Warum auch immer am Strand Kleingeld liegt. Nicht hier, sagt er, wenn ich versehentlich Rechtsklick drücke. Nice. Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Na Gott, einen schmierigen. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Alle sehr sympathisch, möchte ich anmelden. Mein Essen. Dürften Erdnüsse gewesen sein oder so. Guten Tag. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Okay, also er wird nur Scheiße labern. Wer hätte damit rechnen können? Ja, wenn wir wüssten, wie man ein Luftschiff steuert und sich nicht wie eine verrückte Frau einfach selbst anzündet und dann das ganze Luftschiff in die Luft jagt. Warum finde ich im Kinderwagen Pistolenmunition? Gute Frage. Servus. Battleship irgendwas? Battleship Bay. Ich benutze übrigens ausschließlich, um alles zu haben, ne? Die wirklich interessieren, tun die mich nicht, vor allem weil eigentlich auch nichts passiert in den Dingern. Wow, Mensch, das war ja spannend. Achso, da war noch was zu essen. Erstmal ordentlich einen einverleiben hier. Na, bist du unzufrieden, mein Bruder? Du kriegst doch einen fairen Lohn. Das, was die Reichen finden, das fair ist. Das kriegst du. Also ist das ein fairer Lohn, nicht wahr? Genau. Also acker jetzt hier mal gefälligst weiter. Guten Tag. Die Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Das gehört verboten. Ist es, glaube ich. Ein Orientale. Ich gehe mal davon aus, sie ist da. Ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber ich gehe stark davon aus, sie ist da. Ich kann nichts für ein Spiel und Kinder, okay? Ich bin mein eigener Herr. Offensichtlich ist er nicht sein eigener Herr. Schicker Lassenpuck, möchte ich anmelden. Guten Tag. Die reden nicht. Jetzt gucken sie natürlich noch um, ob wir hier was klauen können. Kleiner Klau. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Aha, okay, also ein Schwerenöser. Die beiden erzählen nichts. Ich habe eben gesehen, dass dahinter was liegt, aber wir gucken uns das nicht um. Om. Om, nom, nom. Die erzählen auch nichts. Die erzählen auch nichts, okay. Das ist typisch Vox Populi. Und die Neger aufhetzen. Ah, erst ins Arbeiterunruhen, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten. Diese ganzen Kakerlaken. Ja. Yep. Ich mag schon, dass meine Frau Angst hat. Aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Mhm. Okay, also sind hier alle sehr Comstock bezogen. Der erzählt nix. Wir gucken uns jetzt den Strand an, dann reicht's für heute auch schon wieder. Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr.
Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Verstehe ich nicht. Aber okay. Okay, also dann. Ihr seid stark. Stark. Tut so, als wärt ihr Herkules. Jawohl, gut so. Okay, Miss. Jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Nein? Okay, dann ebenso. Los, soll das den ganzen Tag dauern? Es ist so heiß. Hat jemand ein Taschentuch? Diese Grippe bringt mich um. Ich hab schon überall Sand. Betteln verboten, überall? Kumpel, hast du dich. Ich mache nicht nur Souvenirfotos. Ich bin mir zu 90% sicher, dass eine Galerie in Emporia meine Arbeiten ausstellen wird. Zu 90%. Mhm. Okay, er macht ein paar Fotos. Hat keinen Sinn, Ärger zu machen. Warum nicht? Ja, Ärger immer gut. Okay, schade, die kann man nicht provozieren. Es ist ein geschlossener Kurs. Ist aber darwinistisch. Was meinst du damit? Darwin! Charles Darwin! Hey, nicht so laut, ja? Okay, über Evolution darf man hier also auch nicht sprechen. Er ist dein Bruder. Sieh ihn dir an, total zurückgeblieben. Weißt du, ich kenne da einen, der kann das, sagen wir mal, regeln. Tja, entweder das oder deine Familie lebt in Schande. Eine echte Zwickmühle, in der du da steckst. Okay, Bruder entsorgen, immer gut. Die erzählen nichts. Hier liegt noch Pistolenmunition. Brauchen wir nicht, haben wir voll. So. Guten Tag. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keine eine hübsche Badehose kauft. Ich hab nicht mal Beine. Das wird schon sehr schwierig mit der Badehose. Wie gesagt, ich hab nicht mal Beine, ne? Wir haben aktuell keine Salzanzeige. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. So. Naja, ein kleiner Spaziergang kann ja nicht schaden. Du wirst es nicht bereuen. Die schwere Nöte. Die Art von Spaziergang also. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir hier zum Tanzen. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss!